Die Ecke 38. und Chicago Avenue in Minneapolis. Seit einem Jahr herrscht hier Ausnahmezustand, seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd. An seinem ersten Todestag sind viele Menschen gekommen, um ihm zu gedenken. Sein Name steht heute sinnbildlich für Amerikas Kampf gegen Rassismus. Heute ist nicht der Jahrestag des Todes von George Floyd, vielmehr feiern wir sein Leben. Unsere Gesellschaft ist auf dem richtigen Weg, es gibt aber noch viel zu tun. Marshas Leben spielt sich fast nur noch auf dem Square ab. Wir haben sie in den letzten Wochen immer wieder begleitet. Ihr Alltag hat sich durch das, was hier passierte, komplett geändert. Die frühere Lehrerin widmet sich ganz dem Square, veranstaltet Gesprächsrunden, hält die Nachbarschaft zusammen. Es ist eine Gemeinschaft, die aufsteht gegen systematische Unterdrückung, gegen Anti-Schwarz. Es ist eine Gemeinschaft, die versteht, dass diese vier Blocks ein Experiment dafür sind, eine Gemeinde zu schmieden, ohne auf die Polizei als Problemlöser angewiesen zu sein. Gemeinschaft steht über allem. Zusammenhalten in einer Welt, in der sich immer mehr Menschen in ihre Blasen zurückziehen. Der Tod von George Floyd hat auch Antonios Leben verändert. Er kämpft für eine Polizeireform und widmet diesem Projekt seine ganze Energie. Die Vision von öffentlicher Sicherheit, für die wir uns stark machen, soll für alle Leute gut sein. Zurzeit haben wir ein System, das nur für manche gut funktioniert, für jene, die nicht diese Hautfarbe haben. 20.000 Unterschriften haben sie gesammelt, um ihren Vorschlag auf den Weg zu bringen. Genug für einen Bürgerentscheid. Sie wollen die Präsenz von bewaffneten Polizisten auf den Straßen reduzieren. Wie eine neue Behörde für öffentliche Sicherheit genau aussehen könnte, das sollen dann die Bürger der Stadt selbst entscheiden. Unsere Idee ist das Skelett. Die Bürger von Minneapolis müssen den Rest liefern. Die Sehnen, die Muskeln, das Fett, die Nervenzellen und Nerven dieses neuen Systems. Rückblick, 25. Mai 2020. Aufnahmen, die Amerika für immer verändern könnten. Mehr als 9 Minuten lang presst Polizist Derek Chauvin das Knie auf George Floyds Hals, bis er stirbt. Dafür wird er unter anderem wegen Mordes zweiten Grades ohne Tötungsvorsatz verurteilt. Find the defendant guilty. Ein weißer Ex-Polizist verantwortlich für den Tod eines Schwarzen, abgeführt in Handschellen. Ein Bild, das bei vielen Hoffnungen freisetzt. Die Reaktion auf dem Square nach der Verkündung vor gut einem Monat. Sie recken die Fäuste gen Himmel, Schwarze, Weiße, Frauen, Männer, groß und klein. Einheit über Äußerlichkeiten hinweg. Zumindest für einen kurzen Moment. Denn alle hier wissen, es ist nur ein kleiner Schritt. Ich sehe natürlich auch, dass seit dem Tod von George Floyd bereits hunderte weitere Leute von der Polizei getötet wurden. Die Mächtigen räumen niemals freiwillig das Feld. Sie wollen nicht, dass sich der Status quo ändert. Durch George Floyds Tod ist die Black Lives Matter-Bewegung größer geworden. Monate der Proteste, zum Teil Gewaltausbrüche, Verhaftungen, brennende Straßenzüge im ganzen Land. Und ein Präsident, der statt zu schlichten, immer weiter Öl ins Feuer goss. Der Druck auf Veränderung wurde größer und kam auch in Washington an. So hat die neue Administration ein nach George Floyd benanntes Gesetz auf den Weg gebracht. Es soll unter anderem die Immunität von Polizistinnen und Polizisten einschränken und Würgegriffe verbieten. Eine bundesweite Polizeireform also, die aber bisher am Widerstand der Republikaner scheitert. Für Antonio sind diese politischen Widerstände eher Beleg dafür, dass er und die anderen Aktivisten tatsächlich etwas bewirken. Wir müssen auf allen Leveln angreifen und kämpfen. Der Unterschied zwischen denen da oben und uns hier unten ist, dass wir die Konsequenzen schlechter Politik jeden Tag zu spüren bekommen. John war lange Aktivist. Jetzt hat ihn die Bewegung ins Repräsentantenhaus von Minnesota gewählt. Seitdem sein bester Freund von der Polizei erschossen wurde, versuchte er sich immer wieder Gehör zu verschaffen. Dann starb George Floyd. Es folgte die Protestbewegung. Plötzlich war sein Kampf der Kampf von Millionen, unmöglich zu ignorieren. Jetzt sitzt John mit am Tisch der Entscheider. Er hat gleich mehrere Gesetze entworfen, die unter anderem das Ziel haben, Bildungschancen von Schwarzen zu erhöhen. Es geht darum, das Problem an der Wurzel zu packen und die Fäulnis mit auszurotten.
Es ist wie eine Zwiebel zu schälen, Schicht um Schicht. Und irgendwann brauchen wir keine Ordnungskräfte mehr, weil die Menschen Arbeit haben und Geld verdienen und es der Gemeinschaft gut geht. Daran glauben auch viele, die in Gedenken an George Floyd zum Square gekommen sind. Ein Jahr, nachdem der Mann starb, der ihm seinen Namen leiht. Amerika steht noch vor einem langen Weg im Kampf gegen Rassismus. Zumindest scheint es so, als sei das Land ein paar Schritte weitergekommen.